Heute mache ich das Video erstmal hier am See, weil so schönes Wetter ist. Will ich euch auch mal teilhaben lassen. Okay, ich gucke ein bisschen in die Sonne. Das Thema soll heute sein, ja, Training, wirklich anfangen, beziehungsweise auch anfangen, was zu verändern. Also in der Hinsicht, was zu verändern, um die beste Version aus sich selbst zu werden. But if you close your eyes. Gerade der Anfang ist natürlich auf jeden Fall immer sehr schwierig, denn da geht es darum, naja, wir Menschen sind halt krasse Gewohnheitstiere und wir müssen erstmal gerade was Neues schaffen und uns auch ein bisschen dazu zwingen, das als Gewohnheit einzuprogrammieren. Man muss es schaffen, nicht drüber nachzudenken, gehe ich ins Gym, mache ich Training, mache ich die Ernährung, sondern ja, das wird einfach gemacht und fertig. Natürlich, am Anfang erwischt man sich sicherlich oft dabei, dass man schon drüber nachdenkt, oh, soll ich oder soll ich nicht? Und dann, gerade in dem Moment, einfach machen. Das ist jetzt natürlich einfacher gesagt als wie getan. Habe ich zum Beispiel auch einen guten Tipp für euch, dass versucht das mit anderen Gewohnheiten zu kombinieren. Man sagt so circa 60 Tage, wenn man was durchgezogen hat, ist es als Gewohnheit abgespeichert. Und dann geht die ganze Sache auch schon viel leichter von der Hand, denn dann ist es drin, dann hat man seine Zeiten, dann geht man ins Gym und trainiert einfach. Und wenn man sich das dann auch schon mal ein bisschen angewöhnt hat, dass man das einfach macht, weil man weiß, okay, ich bin jetzt nicht so super gut drauf, aber ich gehe jetzt einfach hin und mache das und nach dem Training fühlt man sich auch meistens viel besser. Das ist schon abgespeichert, das weiß man und dann fällt einem das auch schon mal leichter. Ansonsten denkt nicht drüber nach, wenn ihr schlapp seid, wie schwer das halt alles ist, das Training oder jetzt die Ernährung, wie auch immer, sondern geht das einfach Schritt für Schritt an. Das Einfachste ist erstmal, okay, ich fahre einfach ins Gym. So, wenn ihr dann im Gym seid, dann werdet ihr auch trainieren, weil dann, sonst werdet ihr umsonst hingefahren. Deswegen, wenn ihr euch selber dabei erwischt, ihr wollt euch schon wieder drücken, dann erstmal einfach nur den ersten Schritt, okay, einfach mal losgehen, einfach ins Gym fahren. Und der Rest, der kommt dann von allein, dann kommt auch die Motivation, um sich da jetzt so leicht wie möglich zu machen, das wirklich als Habit reinzubekommen, also als Gewohnheit, ist zu empfehlen, das mit anderen Gewohnheiten zu verbinden. Das heißt, ihr esst an einer gewissen Zeit, ihr räumt an einer gewissen Zeit auf oder was auch immer, andere Hobbys. Nehmt euch da irgendwas, was ihr immer kontrolliert, am besten täglich, zu einer gewissen Uhrzeit am besten noch macht, was einfach eine Gewohnheit für euch ist. Und genau nach dieser Gewohnheit werdet ihr dann trainieren und ins Training gehen. Und so lässt sich das am besten zu kombinieren, weil dann hat man schon so einen Flow drin. Und dann kommt das auf jeden Fall viel leichter rein. Okay, nochmal kurz und knapp einfach hier jetzt wirklich die Grundaussage soll sein, um es euch so leicht wie möglich zu machen. Sucht euch irgendeine Gewohnheit aus, zum Beispiel ihr kommt von der Arbeit, ihr zieht euch um, wascht euch das Gesicht, esst eine Kleinigkeit und nach diesem Vorgang geht ihr auf jeden Fall ins Training und verbindet das zusammen, dass ihr das schon mit einer vorhandenen Gewohnheit verbindet, diese neue Gewohnheit einzuspeichern. Und dann auch ein bisschen auch mal einfach wirklich tunnelblickmäßig, wenn ihr nicht gut drauf seid, trotzdem machen, selbst wenn man mal krank ist, also wenn es nicht zu schlimm ist, dann macht einfach nur eine Kleinigkeit, ihr müsst euch nicht kaputt machen an einem Schirm, aber trotzdem einfach hingehen und wirklich nur eine Kleinigkeit machen, um das wirklich erstmal als Gewohnheit reinzubekommen. Wenn das mal drin ist, dann kann und sollte man sich auch auf jeden Fall schonen, wenn man krank ist. Beziehungsweise kann man auch mal sich wirklich auskurieren, ohne ins Gym zu gehen. 60 Tage, 80 Tage und dann habt ihr das drin als Gewohnheit. Und dann wird es euch nicht mehr schwerfallen, das in euer Leben zu integrieren, weil das gehört dann eben auch zu euch. Und darum geht's. Das muss man schaffen, einfach in sich einprogrammieren, dass das wirklich eine Gewohnheit wird. Und von Mal zu Mal, auch gerade wenn man Fortschritte merkt, dann wird man einfach merken, dass es natürlich auch eine eurer besten Gewohnheiten in eurem Leben sein wird. Denn an sich selber zu arbeiten ist auf jeden Fall niemals verschwendete Zeit und sollte eigentlich auch das Wichtigste für jeden sein. Okay, das war auf jeden Fall fürs erste Mal die Message. Bleibt dabei, strengt euch ein bisschen an, ein bisschen Tunnelblick einfach, dass man nicht drüber nachdenkt, was alles auf einen zukommt, sondern Schritt für Schritt. Und habt ihr den ersten Schritt gemacht, zum Beispiel eben ins Gym gefahren, dann geht der Rest wie von allein. Und gar nicht drüber nachdenken, ja, wie lange das jetzt dauern wird und so weiter. Okay, das war es erstmal zu dem Thema. Dann gibt es gleich noch ein bisschen Krafttraining. Nehme ich euch wieder mit in mein Home Gym. Viel Spaß dabei. Also müssen wir es halt.
Papa! Papa! Ja. Ah, der muss ja mal teilen. So, Simon, unterschreibt gerade ein Autogramm für die kleinen Fans von Raigeki Fitness.